DeepSeek ist momentan in aller Munde und das nicht ohne Grund. Das KI-Startup, das erst 2023 gegründet wurde, hat es bereits jetzt geschafft, OpenAI zu übertrumpfen. Aber nicht nur das, durch seine Preispolitik sorgt es für einen enormen Einsturz in dem gesamten US-Tech-Aktienmarkt. Woher kommt DeepSeek auf einmal und wie kann es sein, dass so ein kleines chinesisches Startup es schafft, es mit dem milliardenschweren OpenAI aufzunehmen? Das erkunden wir in diesem Video. Also, woher kommt DeepSeek? DeepSeek wurde gegründet von Liang Wenfeng in Guangdong, China. Liang Wenfeng ist Hedge Fund Manager und auch Quanttrader. Quanttrader nutzen auch GPUs, um ihre Programme laufen zu lassen. Und er hatte scheinbar ein bisschen GPU-Power übrig, denn er hat sich gedacht, als Nebenprojekt entwickelt er DeepSeek. Und das ist das DeepSeek, was wir jetzt zur Verfügung haben. DeepSeek selber behauptet dabei, dass die Entwicklung ungefähr 6 Millionen Dollar gekostet hat und dass 2000 NVIDIA H800 Chips genutzt worden, um das Modell zu trainieren. Und im Gegensatz zu OpenAI, die das Open immer noch im Namen stehen haben, aber sich schon lange von Open Source abgewehrt haben, ist DeepSeek komplett Open Source. Das heißt, der gesamte Quellcode ist offen verfügbar und für jeden zugänglich. Die Auswirkungen davon sind natürlich ein enormer Andrang von neuen Usern für DeepSeek. Das führte aber auch dazu, dass die ChatGPT-App im iOS Store nicht mehr auf Platz 1 steht, sondern da steht jetzt DeepSeek und auf Platz 2 ist ChatGPT. Gleichzeitig gab es laut DeepSeek verstärkte Cyberangriffe auf die Server von DeepSeek, wodurch es zu Serverproblemen kam. Des Weiteren wurden die Registrierungen für neue Nutzer vorerst gestoppt, weil es diesen enormen Andrang gab und eben auch diese Hacks. Als Reaktion am Börsenmarkt sehen wir einen enormen Einbruch bei den Tech-Aktien. Nachdem OpenAI uns alle heiß gemacht hatte mit milliardenschweren Investitionen in die Tech-Infrastruktur, zeigt DeepSeek, dass das scheinbar gar nicht so notwendig ist. Wir sprechen also von hunderten Milliarden theoretischer Verluste in dem Aktienmarkt, aber auch US-Präsident Trump sagt, dass DeepSeek ein deutlicher Weckruf ist für die US-Tech-Branche, sich mal ranzuhalten. Und das Ganze entfacht jetzt natürlich die Diskussion um das Wettrennen zur ASI gegen China. Sam Altman muss natürlich sich dazu äußern und er schreibt, dass R1 von DeepSeek ein beeindrucktes Modell ist und dass die neue Konkurrenz belebend ist. Weiterhin sagt Sam Altman, dass Compute bzw. Rechenleistung immer noch der wichtigste Faktor ist, um in der Mission zur ASI erfolgreich zu sein. Natürlich hat Sam Altman es gerade ziemlich schwer. Denn DeepSeek behauptet, dass sie 95% weniger Kosten hatten in der Entwicklung für ihr Modell, was gleichauf ist mit dem von OpenAI's R1. Natürlich gibt es auch viele kritische Meinungen zum Thema DeepSeek, gerade aus den USA, wo natürlich die Propaganda gegen China sehr stark ist. Wird gesagt, dass die Zensur auf DeepSeek natürlich eine andere ist als bei OpenAI. Allerdings gibt es bei OpenAI auch Zensur zu bestimmten Themen. Insofern verstehe ich diesen Punkt nicht so ganz. Denn natürlich wird jede Nation ihre eigenen Regulationen nutzen, um ein Modell zu veröffentlichen, was im Sinne der Nation ist. Wenn innerhalb der USA eine KI entwickelt wird, machen die es nach der Kondition der USA. Wenn es in China passiert, nach der Kondition von China. Das macht ja eigentlich Sinn. Allerdings ist der Unterschied hier, dass DeepSeek hier immer noch Open Source ist. Das heißt, ihr könnt das Modell auch herunterladen und dementsprechend verändern, sodass es für euch passt. Das könnt ihr bei OpenAI so nicht machen. Brauchen wir es also weniger Compute? Brauchen wir es also weniger tolle NVIDIA-Chips? Ist der Kurseinbruch berechtigt bei NVIDIA? Es gibt das sogenannte Jevons-Paradox. Das bedeutet, wenn eine Technologie effizienter wird, wie zum Beispiel bei Benzinmotoren, dass sie weniger Benzin verbrauchen, dass die Nutzung nicht sinkt, sondern steigt, weil natürlich die Kosten geringer sind und Leute deswegen es mehr nutzen. Genauso ist es auch bei der KI. Wenn die KI-Entwicklung an sich selbst jetzt günstiger wird und allgemein auch für mehr Leute zugänglich, führt das nur dazu, dass sie mehr genutzt wird. Also, wir brauchen weiterhin diese Rechenleistung, wir brauchen weiterhin mehr Compute und wir brauchen vor allem Dingen mehr Chips. Die Kritik an DeepSeek finde ich persönlich ziemlich amüsant. Die Realität ist, sie haben ein Open-Source-Modell auf den Markt gebracht und das ist für alle kostenlos nutzbar. Sie haben in Ihrer App nicht mal die Möglichkeit, dass man etwas bezahlt. Ob die Aussagen nun stimmen, ob Sie es für 6 Millionen trainiert haben, für 10 Millionen oder sogar noch für viel mehr, spielt da für mich momentan nicht die größte Rolle. Für mich zählt vielmehr der Aspekt, dass Sie die KI-Entwicklung weltweit nach vorne gebracht haben, indem Sie Ihre aktuellen guten Modelle kostenlos als Open Source auf den Markt gebracht haben. Und genau diese Entwicklung brauchten wir in der KI-Welt. Denn bisher war OpenAI wirklich der Spitzenreiter und hat alles vorgegeben.
auch von den Preisen. Und mit DeepSeek wird es gezeigt, dass das überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Zumindest nicht so, wie es bisher war. OpenAI muss sich deswegen jetzt warm anziehen und wird wahrscheinlich auch ein bisschen in Erklärungsnot kommen, wenn die Investoren dann nachfragen, warum denn so viele Milliarden notwendig sind, wenn DeepSeek das auch mit 6 Millionen schafft. Ist OpenAI jetzt also am Ende? War es das mit OpenAI? Ist der neue Sieger DeepSeek? Ich denke nein. Was wir momentan von OpenAI zur Verfügung haben, ist ja auch nur das Modell O1. Das Modell O3 ist schon fertig und an der nächsten Version wird schon längst geforscht. Das heißt, es ist momentan noch in der Überprüfung, bis es zu uns freigelassen wird. Das bedeutet, DeepSeek ist jetzt auf dem Level von dem ältesten, neuesten Produkt von OpenAI. Aber man sieht jetzt zum Beispiel auch an dem Verhalten von Sam Altman, der meinte, dass O3 Mini auch für die Free-User zugänglich sein wird. Das hat auf jeden Fall einen Impact durch DeepSeek geschah und er jetzt sich vor allem wahrscheinlich auch in der Preispolitik etwas mehr Gedanken machen muss, wie er da sympathisch bleibt. Für die Tech-Industrie ist DeepSeek also wie ein riesiger Wecker, der gerade im Osten aufgeht und alles zum Schreien bringt. Aber das ist für uns User wirklich sehr gut, denn das führt zu mehr Wettbewerb. Und Wettbewerb führt immer zu einer Preissenkung. Durch DeepSeeks Distilled Models werden wir dann auch die Möglichkeit haben, diese Modelle, wie gesagt, zu Hause bei uns laufen lassen zu können. Und es werden wahrscheinlich jetzt auch viel mehr neue Open-Source-Modelle auf den Markt kommen, da sie als Grundlage den Open-Source-Code von DeepSeek nutzen können, um darauf weiter aufzubauen. Wegen dem Einbruch der Tech-Aktien jetzt von einer AI-Bubble zu reden, halte ich auch für Quatsch. Denn die Bedeutung einer erreichten Artificial Superintelligence ist so enorm für die gesamte Weltwirtschaft, dass dies weiterhin das größte Ziel bleiben wird. Ich werde euch auch in meinem nächsten Video einmal zeigen und genau erklären, wie ihr die DeepSeek-Modelle auf eurem eigenen Rechner zu Hause laufen lassen könnt. Beziehungsweise die Distilled Models, denn die sind etwas kleiner und wir brauchen deswegen weniger Rechenleistung. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm bitte ein Like und ihr werdet mich morgen bei dem nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.